Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung. Sie kennen sie ja, Tele Blocher. Wir haben die letzte Woche über den Fall Hildebrand geredet. Das ist natürlich ein Thema, das sehr nahe ist. Machen wir wieder mal einen Blick über Grenzen aus. Es ist ja gleich einiges passiert. Wir haben die Terrorattacken in Brüssel gar noch nicht diskutiert. Wie haben Sie das jetzt empfunden, was da gelaufen ist? Man hat es ja fast ein bisschen erwartet, wenn man es ein bisschen zynisch sagt. Ja, auf jeden Fall befürchtet. Und das ist, das sieht man, das ist eine latente Gefahr. Ich bin der Auffassung, man sollte zugeben, was übrigens der französische Staatspräsident nach der Attacke in Frankreich gesagt hat, nach der zweiten gesagt hat. Da hatten ja zwei grosse. Das ist ein Krieg. Muss mal dazu stehen, das ist ein Krieg. Und wer sagt, das sei übertrieben, der hat nicht mehr noch eine alte Kriegsvorstellung. Der meint, bei einem Krieg erkläre ich einen Staat, dem anderen den Krieg. Das ist so eine formelle Sache. Das Ritual, ja, ja. Aber er hat ihm den Krieg erklärt. Von dort weg ist Kriegszustand. Erstens sind das keine Staaten mehr, sondern das ist eine amorphe Gemeinschaft von, also das ist ja der Islamische Staat, oder? Von Islamisten, die erobern den Westen. Geistig erobern oder tatsächlich erobern, das kann offen bleiben, inwiefern. Und das sind nicht wie Staaten, die so viel Geld haben und eine Armee haben, denn die kenne ich. Also die haben ein eigenes militärisches Vorgehen, nämlich der Terrorismus. Und der Terrorismus ist die kriegerische Tätigkeit von Machtlosen. Die, die keine Macht haben, die müssen als Terroristen vorgehen. Und wie gehen die vor? Die müssen schauen, dass sie wenig, sind ja wenig Leute, mit wenig Mitteln eine Katastrophe verursachen und den Gegner verschrecken. Und dass der Gegner Angst hat und einschüchtern, dann haben sie noch ein freies Feld. Ich meine, der erste grosse Terroranschlag vom 9. September. 11. September 2001. Ja. Wo die mit zwei Flugzeugen, das ist also wenig Mittel, zwei Flugzeuge, sind die erstens in die Taurie geflogen, dann ins Pentagon und so weiter. Die hat nichts gebraucht als zwei Flüger und dann mit aller Wucht in das Gebäude, mit Sprengstoff dann noch. Und sie haben Soldaten gebraucht, die sagen, die opfern das Leben. Das hat es ja immer auch wieder gegeben. Die Japaner im Zweiten Weltkrieg sind auch sehr gefährlich gewesen, weil die hatten auch so Piloten gehabt, die gesagt haben, wir spielen das Leben keine Rolle. Und jetzt, die Islamisten sind wegen dem so besonders gefährlich. Weil denen spielt das Leben keine Rolle. Im Gegenteil. Sie sind hoch geehrt, wenn sie das Leben verlieren. Da haben sie erlebt, im Kampf. In Iran haben sie ja, das ja, gesehen. Ja. Das ist ja so eindrücklich im Iran, wenn man zur Straße fährt, wo all diese Straßenlampen hängen. Grosse Bilder von diesen Märtyrern, die gefallen sind im Krieg für den iranischen Staat. Die kommen aus dem Irak-Iran-Krieg raus. Auch ein 80er Jahre. Sinnloser ja. Krieg war. Es sind immer da die Sunniten und die Schiiten. Das sind ja zwei islamische Richtungen, wo man sich wundert, dass man überhaupt kein Mais machen kann wegen dem. Ich habe dann mal einen gefragt, was ist denn eigentlich genau der Unterschied? Also natürlich auch die Abstammung wieder. Wer ist der Nachfolger von Mohammed? Aber und inwiefern unterscheiden sie sich denn? Hat er gesagt, ja, die einen gehen dreimal in die Kirche und die anderen viermal am Tag. Also irgend so etwas. Also ein Detail eigentlich ein für den Außenstehenden. Ja. Aber eben, es geht natürlich, wer ist der legitime Nachfolger von Mohammed? Oder? Das ist ja im Grunde genommen. Und die sind gefallen in diesem Krieg und die werden verherrlicht. Erstens sagt man ihnen, in der Ewigkeit haben die eine Sonderbehandlung. Besonders gut werden behandelt. Wenn das so falsch ist, oder? Dann bist du im ewigen Leben ausgezeichnet.
Zweitens, aus den Familien, die kommen, kommen die Sonderbehandlung über. Die können die Hochschule und Geld und alles und so weiter. Also man sieht, das ist eine Kampfmethode, die gefährlich ist, oder? Weil, was machen wir in der ganzen Abwehr, die wir haben? Sagen, wir müssen schauen, dass uns niemand angreift, sonst, wenn der Gegner kommt, muss er sterben. Darum lernen wir im Krieg schiessen und bombardieren und so weiter. Passen auf, er kann nicht kommen. Wenn er kommt, werden sie getroffen und dann müssen sie sterben. Und wir haben Angst vor dem Sterben, wir wollen nicht sterben. Wir reagieren auf das. Aber der andere Kämpfer nicht. Darum ist das eine sehr ernstnehmende Kampfform, oder? Wenn wir es jetzt ganz, sag jetzt mal, nüchtern oder ein bisschen brutal anschauen. Charlie Hebdo, das war der erste von diesen Terroranschlägen. Riesen Demonstration, nachher vor allem ein Staatschef in Paris. Das war ja ein bisschen gefaked, glaube ich, aber an einem anderen Ort und alles. Dann sind im November die Attentate auch wieder in Paris. Immer noch grosse Empörung. Jetzt Brüssel. Man geht immer schneller zur Tagesordnung über, oder? Ja, man gewöhnt sich natürlich auch an die direkten Ereignisse. Ja. Das ist alle ja im Krieg auch so. Also, meine Erinnerung aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man nicht, wenn man jeden Tag irgendwo etwas erobert wird und zurückerobert wird und einen Haufen Tote gibt, an das gewöhnt man sich auch, oder? Und das ist da auch ein bisschen Gefahr. Wobei die Empörungsaufrufe, ist ja die Frage, was nützt das, oder? Was nützt das, wenn man die Empörung aufruft? Wichtig ist, dass man schaut, dass es nicht passiert. Und das ist die Abwehr. Und kann man das verhindern? Verhindern vielleicht nicht, aber besser oder schlechter, mehr oder weniger. Also, erstens muss man sehen, die Terroristen, die haben nicht die Freude an irgendeinem umbringen. Das ist ganz etwas Gezieltes. Da hängen jetzt die letzten Attentate in Brüssel und so, und in Frankreich und in der Türkei, oder? Haben sie auch. Die hängen damit zusammen mit dem Krieg in Syrien. Weil natürlich die Mächte eingegriffen haben, Frankreich, oder? Bombardierungen, Deutschland, so die Attentat in der Türkei, oder? Belgien, die EU, oder? Also das ist, da hinten dran hat es Auseinandersetzungen. Darum für die Schweiz ganz streng an der Neutralität festhalten. Ist ein ganz wichtiges Mittel, damit wir nicht in Kriege gezogen werden. Weil wer jetzt in Kriege gezogen wird, der muss auch damit rechnen, dass natürlich angegriffen wird. Darum muss man sich das gut überlegen, bevor man das macht. Aber stehen jetzt irgendeine Tendenzen, dass die Schweiz die Neutralität könnte verletzen, oder? Ja, natürlich. Das ist die ganz grosse Versuchung von Bern. Immer eine Partei zu nehmen, oder? Verbal. Ich nicht gerade, dass sie Soldaten schicken, das wäre ja aber mit der Partnerschaft oder NATO und so weiter ist das auch nicht ausgeschlossen. Also eine Verletzung von der Neutralität ist eine grosse Versuchung für die Regierenden in Bern. Vor allem, weil sie auch beliebt sind und eine Rolle spielen. Also im internationalen Paket? Jawohl, ja. Ich habe das, als ich Bundesrat war, ist ja die Al-Qaida-Terror-Sache. Eben, das war eine Vorgängergeschichte. Vorgängergeschichte, ja. Oder? 2003 bin ich gewählt worden, also im Nachgang zum 9-11, oder? Und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir streng neutral sein. Da ist das von Politikern lächerlich gemacht worden. Ich höre heute noch den Bundesrat Schmid aus VBS sagen, ja, der Terrorist, der kommt, fragt jetzt alle, bist du neutral? So dumm. Aber nicht einziehen lassen in Auseinandersetzungen, die stehen dahinter. Israel steht natürlich auch dahinter, die Auseinandersetzung mit Israel. Aber das war jetzt der Libyen-Krieg und sie haben es sogar gesagt. Das ist mal das eine. Also man kann nicht erfinden, ein Land holen und reizen. Darum ist wahrscheinlich jetzt die Schweiz nicht das primäre Ziel. Aber die Schweiz ist natürlich ein westlicher Staat.
ist kein islamischer Staat. Oder? Aber jetzt, wenn man sagt, Neutralität ist ja noch schwierig. Ich meine, der ISIS-Staat ist ja kein Staat. Nein. Und es ist ja klar, dass eigentlich Sympathien natürlich schon bei den Betroffenen sind. Das ist ja Frankreich und Belgien in dem Fall. Ja gut, aber wenn es jetzt in die syrische Auseinander geht, so gegen den Assad. Mhm, schlussendlich. Sind ja eigentlich zwei Gruppen. Ja, ja. Erstens der islamische Staat und dann gibt es eine andere Bewegung, die da dagegen ist, oder? Und mit dem Eingreifen, die Russen helfen dem Assad und die anderen, die westlich, helfen den Aufständischen. Und da gibt es Parteinamen, da kann man machen, was man will. Und der islamische Staat hat natürlich sowohl keine Freude an denen, die auf der Seite des Assad sind, aber auch nicht an denen, die auf der Seite der Aufständischen sind. Und er wird ja zum Teil zurückgetrieben, da, oder? Die, und die Russen können ja auch bombardieren. Und dann ist ja nicht nur Syrien, es ist auch Libyen, es ist auch Ägypten. Es ist alles zusammen ist dort eine Bewegung, wo man immer sagen, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, oder? Und wir können ja nicht für den islamischen Staat sein, das ist ja furchtbar, oder? Aber wir müssen auch nicht die innerparteilichen oder die internationalen Auseinandersetzungen nie. Wer dort hingeht, bin ich immer der Meinung, der muss wissen, das lohnt sich nur, wenn ich es entscheiden kann. Das können wir nicht. Wir sind ein Kleinstaat. Die Grossen können es ja nicht einmal. Das sieht man ja auch. Nicht einmal Amerika. Aber man ist dann nicht Partei und nicht Zielscheibe. Darum muss man so für die Neutralität kämpfen. Und in Bern werden die meisten nicht neutral sein. Obwohl, also vor 20 Jahren haben sie es ja wollen aufgeben. Sie haben gesagt, ja, man könnte nicht, weil das Volk hebt an der Neutralität. Das Volk weiß schon warum. Man sagt, wenn wir die Neutralität aufgeben, ziehen uns die grossen Kriege hin. Und das Zweite ist, ganz wichtig ist die Beobachtung. Beobachten das Land und da ist die Schweiz relativ stark, weil die privaten Leute beobachten relativ gut. Ich habe da mal gewisse Terrorsachen, die wir aufgeklärt haben, oder Angriffe, zum Beispiel in der Zeit vom israelischen Geheimdienst, auf ein Gebäude in Bern, wo in der Nacht wollten einbrechen wollten. Das waren Zivilisten, eine alte Frau. Was ist das? Was macht dort einen, oder? Also, der Kabarettist Emil macht das lustig, oder? Sagt, ja, um 10:30, wo einer raus schaut zum Fenster. Wieso kommt er jetzt erst einmal um 10:30 dort noch? Ja, ist sicher. Er ist sicher gewesen, drei Felder zu baden. Ja, was, wieso ist jetzt der baden? Und so weiter, oder? Der gewundert da. Das ist gut. Und weil die Schweizer haben ja eine ziemliche Verantwortung für alles, die meldet dann das. Die Frau hat dann die Polizei angerufen und gesagt, sie, da hinten ist etwas in der Ordnung. Oder zu meiner Zeit hat man einen ganz berühmten Terrorist, den man gesucht hat, in allen Ländern, ist hier in der Schweiz festgenommen worden. Und der amerikanische Justizminister und der Sicherheitsminister, die haben mich gelobt in Amerika, was wir für ein bäumiges Land sind mit dieser Terrorabwehr, dass wir den verwünscht haben. Dabei hat der einen aufmerksamen Stadtpolitiker. Haben Sie das gesagt? Habe ich gesagt, ja. Ich habe gesagt, los, Sie müssen uns nicht so rühmen, weil ich einmal denen will zeigen, die Hochkarätigen, praktisch gehört das Verdienst einem Verkehrspolizist von Zürich. Weil der ist nämlich bei Rot übers Licht, hat er neu gegeben, Papier hat er kontrolliert, sauber kontrolliert, gesagt, da stimmt etwas nicht, hat er Bewilligung. Er hat den gefälschten Pass gehabt, ist nie nicht erschienen, oder? Dann hat man sein Ausschaffensgefängnis aufgeloten, dass man den ausschaffen kann, wenn er nicht selber geht. Und in der Zeit, wo er dort war, ist der von Geheimdienst, ist der abgelöst worden. Und der hat gesagt, der ist bei euch in der Schweiz, der ist bei euch in der Schweiz. Und in der Schweiz haben, also einen anderen Namen haben sie natürlich drauf gehabt, oder? Und so ist der Fall aufgeflogen. Und hat man den können verhaften. Und der war praktisch in allen europäischen Ländern. Und keiner hat ihn verwünscht.
Und wir hätten den wahrscheinlich auch nicht verwünscht, wenn nicht der Verkehrspolizist aufmerksam gewesen wäre. Gehen wir nochmal zurück auf den Fall in Brüssel. Glauben Sie, dass jetzt die ganzen Attentate, hat man ja schon können hören, ist auch ein bisschen im Tabubereich das ganze Thema, auch einen Zusammenhang hat zur ganzen Flüchtlingsgeschichte? Also das ist ganz sicher. Die Attentäter müssen ins Land kommen. Wenn sie offene Grenzen haben, kommen sie in ein Land. Also das ist ja selbstverständlich. Und heute, wo man all diese Illegalen, die hier hinkommen, sagen sie heute Flüchtling. Das ist der Missbrauch des Wortes. Ein Flüchtling, das ist ein klarer Begriff. Das ist einer, der an Leib und Leben bedroht ist in seinem Land. Und die nehmen wir auf, mit denen haben wir auch kein Problem. Aber jetzt hat man angefangen zu sagen, jeder, der kommt und ins Land kommt, der keine Aufenthaltsbewilligung hat, ist ein Flüchtling. Und darunter hat es natürlich alle Keib. Und an der Grenze darf man es ja nicht kontrollieren, weil wir sind ja Schengen-Dublin. Zweitens, die kontrollieren und registrieren, machen es auch nicht, weil sie sagen, so viel können wir nicht. Da geht es mal Griechenland, wo da alles passiert. Es ist ja nicht möglich, dass die können. Und dann haben die freie Einwanderung. Also, da muss man ganz klar sein, das ist natürlich auch ein Einfallstor. Darum, man sollte eben wieder an der Grenze kontrollieren. Aber Ihre beiden Bundesräte haben das vorgeschlagen, oder? Ja, ja, aber sie sind nicht durchgekommen im Bundesrat. Haben sie es zu wenig energisch gemacht? Nein, ja, das ist natürlich klar. Ich weiß nicht, wie es gestimmt hat, aber ich weiß es. Das müssen sie gar nicht wissen. Zwei ist ja zu fünf. Klar. Also die Beden sollen sie sowieso nicht. Ja. Die machen keine Grenzkontrollen, oder? Wenn die zustimmen, oder? Und der Burkhardt mit Seda, das Schlimmste ist Burkhardt, ja. Das Schlimmste ist nämlich Seda. Ja. Seda, die wollen es ohne nicht. So, und jetzt ist es einfach. Also der ist auf der Seite von der SP, ja? Ja. Nehmen wir an, dass der Schneider Rahmen auf unsere Seite gegeben hat, oder? Aber dann sind es nur drei. Ja. Das lange dann nicht, oder? Und dann entscheiden die, wer ist das? Ja, dann entscheiden natürlich dann. Für verläutert, oder? Verläutert, wenn die anderen auch nicht wollen. Oder? Der nehme ich an, es ist so gelaufen. Aber jetzt sagt man, ja, man kann nicht alle zusammen kontrollieren an der Grenze. Das stimmt auch. Das muss man auch nicht. Die Grenzwächter, die immer an der Grenze stehen, wenn die Leute kommen, gehen arbeiten und so weiter, die wissen auch, wer da kommt und wer das ist und wer da. Langen da, wenn es 2-3% kontrollieren, oder? Aber die Richtigen. Und wir haben, bevor Schengen Dublin war, haben wir viel weniger solche Missstände bei der Einwanderung. Man hat jedes Jahr 70.000 bis 80.000 können zurückgewiesen, weil die kein Flüchtling sind. Und da tut sich einer schon noch überlegen, ob er da hier kommen soll, nachkommen und einbrechen und nachher wieder raus. Und solche hat viele. Es kann Zufall, dass im Raum Basel so viele Einbrüche sind, oder? Jetzt kommen wir noch mal schnell auf Ihre Bundesrat. Sind Sie eigentlich zufrieden mit der Arbeit bis jetzt? Ja, ist ja ein bisschen früh. Gut, Sie hatten die erste Sitzung ja schon nach der Wahl, oder? Ja, ja, gut. Also, ich meine, wir müssen sich auch einschaffen. Also, ich bin, den Uli Maurer kennen wir ja, aber jetzt hat er die Finanzen. Mhm. Und, blüht er wieder auf, haben wir das Gefühl, oder? Ja, gut. Ja, ja, das werden wir schauen. Der muss natürlich ja, Kosten abtun, oder? Also, und dann hat er einen Haufen so ein bisschen schwierige Plätze da, die Bankengesetzgebung und all das Zeug, wo der Finanzplatz kaputt macht. Da habe ich gemerkt, dass er also in der Kommission sehr beweglich war. Das geht ja zum Teil wieder zurück. Da müssen sie es überarbeiten. Also da hat schon ein richtiges Wechsel stattgefunden. Bei der Kostensenkung, da ist der schwierigste Fall. Ja, aber das muss man allen wehtun, oder? Ja, vor allem, das plüstert den Gesamtbundesrat. Ja. Kannst du als Finanzchef nicht sagen, so und so und so wird es gemacht. Sondern ja, ich nicht. Und keiner will, auch die Bürgerlichen. Wo keiner. Aber der Schwarz-Peter wird dann weitergehen, ja. Ja, ja. Aber solange es geht, wird auch nicht gespart. Das hat man mal einen erfahrenen Politiker gesagt.
Das musst du immer vom Sparen reden, aber nie machen. Also das ist ein Trick, oder? Ja, ja, das viel hat man ja, oder? Ja, ja. Und der Herr Bammelen, erstaunlich, wenn er konsequent. Eben, der Blattmann ist schon ein neuer Führer gewesen. Ich meine, er hat auch die schwierige Rüstungsbeschaffung gehabt. Da hat er jetzt den Mut, keinen zu stoppen. Ja. Und zu sagen, muss neu angeschaut werden. Und eben, das ist ja eigentlich schon subtil eine Kritik wieder am Vorgänger, oder? Ja, ja, natürlich, aber da muss auch gleich einer machen, oder? Weil ich weiß nicht, ob es der Ueli Maurer auch gestoppt hat jetzt im März. Das weiß ich nicht, könnte ja auch sein. Aber er hat es auf jeden Fall gemacht. Und das finde ich gut, dass er die Rote jetzt wissen, wie es ist. Und dass er, der Blattmann, das ist etwas, was schon vorgesehen war, dass der pensioniert wird. Und aber gleich jetzt nochmal, auch die Weltwoche hat jetzt einen grossen Artikel drin gehabt. Ist ja noch interessant. Jetzt haben Sie eigentlich zwei volle Bundesräte, oder? Jawohl, ja. Jetzt müssen von sieben. Ja, von sieben, ja. Und dann haben Sie noch zwei Freisinnige eigentlich, oder? Eigentlich. Ja, wer? Oder verleugnet. Man zählt immer, zählt ja. Vier auf dem. Ja. Und da muss ich Ihnen sagen, was da Sicherheit anbelangt, Grenzkontrolle und so weiter. Da ist SEDA der Haupttreiber, der dagegen ist, weil sie wollen mit der internationalen Szene nicht verderben, oder? Ja, und der Bock hat vielleicht noch Karriereträume, ja, oder? Ja, gut, dann wird man es nicht unterschieben, aber also von dem kann ja nicht der Fall sein, wegen der bürgerlichen Mehrheit, wegen zwei Freisinnige. Da haben wir zwei SVPler und noch der Schneider Amann und wir hoffen, dass er nicht auf der Seite von Herrn Burkhalter ist in dieser Frage. Also das ist eine ernsthafte Frage. Und Sie verfolgen es? Ja, von außen so gut man es kann. Wir sind ja nicht in diesen Sitzungen drin. Das sehe ich auch nicht hier. Die Türen sind zu. Ja. Also, das wäre eine weitere Sendung gewesen, Tele Blocher. Wir verfolgen auch das Thema natürlich noch in den nächsten Sendungen. Ich wünsche Ihnen auch wieder einen schönen Frühlingsstart. Das war eine weitere Ausstrahlung von Tele Blocher. Ich freue mich auf die nächste Woche und eine gute Zeit.